Emerson hat angekündigt, dass es die Beschleunigung der Technologieentwicklung unterstützt, die sich zunächst auf die Produktion von grünem Wasserstoff in einem Offshore-Projekt konzentriert. Das Unternehmen arbeitet an einzigartigen groß angelegten Offshore-Technologien, einschließlich kritischer Automatisierungssysteme. Das Ziel von Emerson ist die Entwicklung von Systemen und Software, die es ermöglichen, den weltweit ersten Offshore-Produktionsprozess für grünen Wasserstoff sicher und effizient auf einer funktionsfähigen Gasplattform zu betreiben. Das Projekt mit dem Namen Poseidon ist ein Pilotprojekt mit dem Ziel, die Offshore-Windenergie und die Integration der Offshore-Erdgas- und Wasserstoffproduktion auf sie zu validieren. Dadurch wird es möglich, sauberen Kraftstoff zu produzieren, indem eine erneuerbare Energiequelle genutzt wird. Host des Projekts wird die Plattform Q13A sein, die von Neptune Energy in der niederländischen Nordsee betrieben wird. Es wird einen Einblick in die Effizienz eines Elektrolyseurs geben, der von einer variablen Versorgung gespeist wird. Es wird auch die Installations- und Wartungskosten im Zusammenhang mit einer erneuerbaren H2-Produktionsanlage untersuchen, die sich auf einer Offshore-Plattform befindet. Der Produktionsprozess von grünem Wasserstoff wird mit Strom betrieben, der von Windturbinen erzeugt wird. Während des gesamten Pilotprojekts wird Ökostrom als Simulation der Angebotsschwankungen verwendet, die bei der Nutzung dieser erneuerbaren Energieform zu erwarten sind. Das Verfahren wird Meerwasser in demineralisiertes Wasser umwandeln. Von dort wird mittels Elektrolyse das H2 extrahiert. Der nächste Schritt wird das Mischen des H2 mit Erdgas für den Transport zur Küste sein, wobei eine bestehende Gaspipeline verwendet wird, die in das nationale Gasnetz einspeist. Der 1 Megawatt Elektrolyseur soll jede Woche bis zu 3 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Wasserstoff gilt als Kraftstoff der Zukunft, aber mit ehrgeizigen Zielen zur Dekarbonisierung und Netto-Null-Emission ist es unerlässlich, die Produktionskapazität zu erweitern und den Übergang zu Wasserstoff zu beschleunigen, der mit nachhaltiger Energie hergestellt wird, sagte der Business Executive President von Emerson Automation Solutions, Markus Bulander. Durch das Poseidon-Projekt hoffen wir, zusammen mit den Konsortialpartnern, einen Weg zu einer groß angelegten Offshore-Produktion von grünem Wasserstoff aufzuzeigen und einen wesentlichen Beitrag zum Energiewendeprozess zu leisten. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.